Terrea heißt die neue Generation der 4, 5 und 6 Meter breiten Aufsattelgrubber von Pöttinger. Jede Arbeitsbreite gibt es mit identischer Zinkenanzahl 3- und 4-balkig. Die Zinken sind weitestgehend symmetrisch verteilt. Rahmenhöhe und Balkenabstand sorgen für einen großen Durchgang. Beim Fahrwerk geht Pöttinger jetzt integrierte Wege und ordnet die Räder zwischen Zinkenfeld und Nachläufer an. Auf Wunsch gibt es für die 5 und 6 Meter breiten Grubber sogar ein Vierradfahrwerk. Film ab. Zum Klappen, für das Fahrwerk, für die Arbeitstiefenverstellung sowie für die Druckvorwahl der Klappelemente und hydraulischen Überlastsicherung sind nur 3 doppelt wirkende Steuergeräte am Schlepper erforderlich. Die hydraulische Anpassung der Arbeitstiefe ist serienmäßig. Hinten bestimmt die Packerwalze die Arbeitstiefe der Zinken, vorne stützt sich der Grubber auf Doppelrädern ab. Eine hydraulische Überlastsicherung der Zinken ist Wunschausstattung. Serienmäßig gibt es die Steinsicherung per Federpaket. Für die flache Stoppelbearbeitung arbeitet der Terrea mit 35 cm breiten Flügelscharen, deren Anstellwinkel zur Anpassung der Mischintensität durch Umschrauben eingestellt werden kann. Auch der Zinken kann für mehr oder weniger Untergriff umgestellt werden. Zur Lockerung bis auf 35 cm Tiefe sind 4 cm breite Schmalschare lieferbar. Gezackte Hohlscheiben sorgen für die Einebnung. Ihre Arbeitstiefe wird über 4 Spindeln mit Skala verstellt. Seitenbleche links und rechts sorgen für ebene Spuranschlüsse. Mit dem neuen Terrea ist Pöttinger ein guter Wurf gelungen. Werkzeugkonzept, Aufbau, Fahrwerk, Arbeitsqualität sowie Tiefenführung und Einstellung des Aufsattelgrubbers haben uns gut gefallen. Prima auch die Parallelogrammführung der Doppelwalze, die unabhängig von der Arbeitstiefe eine gleichmäßige Belastung beider Einzelwalzen sicherstellt. Nur schade, dass Pöttinger derzeit noch keinen Schnellwechsel für die Schare anbietet. 71.000 Euro Listenpreis ohne Mehrwertsteuer für den eingesetzten dreibalkigen Terrea 6030 sind kein Tappenstiel, fallen aber auch nicht aus dem Rahmen. Bleibt abzuwarten, ob jeder die automatische Überlastsicherung bezahlen will.